Baby von Leihmutter? Kathy Hummels ist stolze Tante geworden. Das lange Warten hat ein Ende. Vor wenigen Wochen gab das Playboy-Model bekannt, dass ihr Bruder Sebastian und sein Mann bald zum ersten Mal Eltern werden. Eine Leihmutter sollte in San Francisco das Baby zur Welt bringen. Nun hat der kleine Sprössling endlich das Licht der Welt erblickt. Seine Tante Kathy präsentiert ihren süßen Neffen jetzt ganz stolz im Netz. Auf Instagram veröffentlicht die Ex-Frau von Mats Hummels, 34, einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Neffen. Auf dem Bild hält sie den Kleinen im Arm und strahlt total glücklich in die Kamera. Stolze Tante, ich bin so glücklich, weil mein Bruder und sein Partner Jakob Väter geworden sind, schreibt die Mutter von Ludwig unter das Bild. Mit den Hashtags #besteneltern, #stolzetante und #willkommenbaby bringt die 35-Jährige ihre Freude nochmal mehr zum Ausdruck. Auch ihre Follower freuen sich total für die frisch gebackene Tante. Mega! Ich freue mich sehr für die beiden und vor allem über das Kind oder wie wundervoll heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte. Deswegen erzählte Tatum Sarah ihrem Ex Louis nichts von Neuem. Tatum Sarah, 24, erklärt sich. Obwohl die Temptation Island-Kandidatin und ihr Partner Louis Streich die Insel der Versuchung gemeinsam verlassen hatten, trennten sich die beiden nach den Dreharbeiten. Vor wenigen Tagen behauptete ihr Ex schließlich, dass die Beauty bereits während ihrer Beziehung schon einen neuen gehabt haben soll. Dass sie jemanden datet, bestätigt Tatum nun indirekt und verrät, weshalb sie Louis nichts davon erzählte. In einem YouTube-Talk mit Saniel Jakimowski spricht Tatum Klartext und erklärt, warum sie Louis nichts von ihrem Neuen erzählt hatte. Ich habe Louis nicht von mir ausgesagt, dass es jemanden in meinem Leben gibt und ich jemanden kennenlerne, weil ich ihn nicht verletzen wollte unnötig, verrät die TV-Bekanntheit und fügt hinzu, dass sie Mitleid mit ihrem Ex gehabt hatte. Ich wollte nicht noch so ekelig sein und ihm unter die Nase reiben, ey, mir geht es richtig gut und dir geht es richtig scheiße und ich habe jetzt jemanden und so, schließt sie ab. Außerdem räumt sie nun ein, dass diese Herangehensweise nicht die feine Art gewesen war. Das ist vielleicht nicht das Richtige gewesen und das gebe ich auch zu, das tut mir leid. Es wäre schöner gewesen, hätte er das von mir erfahren, gesteht sie sich ein und spielt damit darauf an, dass ihre Mitkandidatin Lorraine ihr damit zuvorkam. Trotzdem erklärt sie, Rechenschaft war sie Louis nicht mehr schuldig.